So, es geht weiter. Ich musste einen kleinen Aufkleber an der Seite entfernen, der das Ganze gesichert hat. So, da haben wir es jetzt geöffnet. Hier liegen diverse Postkarten drin. Irgendwie Aufkleber, was weiß ich, was das für ein Zeug ist. Chunky Hotpot, Meet Your Tiny Friend, Organize Your Own Urban Mining Workshop. Solche Sachen kümmere ich mich jetzt mal nicht drum. Mich interessiert jetzt tatsächlich das Fairphone. Ui, da ist es. Ich hole es mal aus der Schutzverpackung raus. Da liegt es. Das Licht auf meinem Küchenlampe reflektiert etwas. So geht es jetzt wesentlich besser. Bevor wir uns das Fairphone anschauen, gucke ich noch gerade weiter, was ich an Papieren dort befindet, alles in Pappe verpackt, kein Plastik, das finde ich aus ökologischen Gründen sehr gut, und da drin findet sich ein relativ dickes User Guide, ganz schnell einen Blick reinwerfen, Englisch, auch in Deutsch. Niederländisch, Französisch, okay. Das schaue ich mir einfach später an. Wir kümmern uns jetzt um das Fairphone. Oben drüber ist eine Schutzfolie, deswegen auch noch dieser Schriftzug da drauf. Die Schutzfolie mache ich jetzt mal ab. Die kann man hier oben abziehen. Da ist ein kleiner Nippel an der Folie dran. Das ist tatsächlich das einzige Plastik, was wir jetzt hier haben, direkt im Kontext mit dem Smartphone. Ja, und ich denke mal, mal gucken, wo es denn angeht. Es liegt auf jeden Fall recht gut in der Hand. Ja, ist natürlich ein bisschen schwerer als das Google Nexus 4, das ich derzeit auch noch im Einsatz habe, als auch ein Smart, als auch ein iPhone. Es ist auch etwas dicker. Ja gut, aber dafür sollen halt auch die Innereien aus fair gehandelten und fair produzierten und fair geförderten Materialien sein. Hier oben links in der Ecke sieht man das Fairphone-Logo, Lautsprecher und Frontkamera. Und unterhalb des Displays sieht es eigentlich aus mit den drei Software-Tasten wie ein Google Nexus. Ja, es ist ja auch das Android-Betriebssystem drin. Auf der Rückseite haben wir oben links die Kamera. Und ich nehme an, dass das ein Infrarotsensor ist. Nein, der Blitz wird das sein. Der weiße Punkt, das Fairphone-Logo. Und da steht es Fairphone First Edition. Das ist vielleicht der Lautsprecher. An der Seite, an der rechten Seite, haben wir nichts. Oben haben wir den An-Ausschalter, der befindet sich also oben rechts. Wir haben die Micro-USB-Buchse und den Kopfhörereingang. Auf der linken Seite, da befindet sich die SIM-Karte, da neben dem Daumen, da soll sehr wahrscheinlich die SIM-Karte rein. Und unten haben wir nichts, was die kleine Öffnung da soll. Vielleicht ist es irgendwie der Reset-Button oder irgendwie sowas. Mal gucken. So, ich klicke jetzt mal oben auf den An-Ausschalter und hoffe, dass etwas Strom drin ist. Das ist ein klein bisschen niederländischer Strom. Da ist er. Auch nach Deutschland den Weg gefunden hat. Warten wir mal ab, was das Ding so macht. So, es startet logisch auch mit dem Logo und ich muss das Fairphone wieder ein klein bisschen drehen.
Nee, das hörte sich ja schon recht lebendig an. Select your language. Ich höre dann hier an dieser Stelle mal auf mit dem Unboxing-Video, weil es ja jetzt in die konkrete Einrichtung des Gerätes geht und alle meine Daten müsst ihr da jetzt auch nicht unbedingt kennenlernen. Ich werde sicherlich später nochmal auch über das Fairphone entsprechend bloggen. Bis dann, ciao!